Bist du auf der Suche nach einer einfachen Möglichkeit, um eine Website zu erstellen? Dann hast du bestimmt schon von Web-Baukastensystemen wie Wix und Jimdo gehört. Aber welches System ist das Beste für dich und deine Bedürfnisse? In diesem Video vergleichen wir die beiden beliebtesten Anbieter und helfen dir bei der Entscheidung. Welches System ist das Beste für dich und welche Vorteile bieten Wix und Jimdo eigentlich? Lass uns gemeinsam einen Blick auf die beiden Systeme werfen. Zunächst einmal bieten natürlich beide Anbieter eine kostenlose Variante an, die sich besonders für Einsteiger eignet. Hier hat Wix den Vorteil, dass es eine größere Auswahl an Templates und Designoptionen gibt. Auch das Einbinden von Videos und Bildern ist bei Wix sehr einfach. Bei der kostenlosen Version muss man allerdings mit Werbeeinblendungen leben. Jimdo hingegen ist besonders benutzerfreundlich und bietet eine sehr übersichtliche Oberfläche. Auch hier gibt es natürlich zahlreiche Templates, die individuell angepasst werden können. Das Einbinden von Social Media Buttons und der Online-Shop-Funktion ist in der kostenlosen Version ebenfalls möglich. Weiters gibt es keine Werbeeinblendungen auf der Seite. Wer mehr Funktionen und Möglichkeiten haben möchte, muss in beiden Fällen auf die kostenpflichtige Version umsteigen. Wix bietet hier drei verschiedene Pakete an: Combo, Unlimited und VIP. Das Combo-Paket eignet sich für kleine Unternehmen oder Privatleute, die eine einfache Website erstellen möchten. Mit dem Unlimited-Paket können zusätzliche Funktionen wie Online-Buchungen oder Google Analytics hinzugefügt werden. Das VIP-Paket bietet zusätzlich eine individuelle Betreuung und Unterstützung durch einen persönlichen Ansprechpartner. Jimdo bietet ebenfalls drei verschiedene Pakete an: Start, Grow und Unlimited. Das Startpaket eignet sich für Einsteiger, die eine einfache Website erstellen möchten. Mit dem Grow-Paket können zusätzliche Funktionen wie eine eigene Domain oder ein Online-Shop genutzt werden. Das Unlimited-Paket bietet zusätzlich eine SEO-Optimierung und eine persönliche Beratung durch einen Experten. In puncto Preis ist Jimdo deutlich günstiger als Wix. Das Startpaket von Jimdo kostet 9 € pro Monat, während das Combo-Paket von Wix mit 14 € pro Monat zu Buche schlägt. Das Unlimited-Paket von Jimdo kostet 39 € pro Monat, während das VIP-Paket von Wix mit 29 € etwas günstiger ist. Aber welches System ist nun das Beste für dich? Mein persönliches Fazit lautet: Wenn du eine einfache Website erstellen möchtest, die schnell und unkompliziert online gehen soll, bist du mit beiden Anbietern eigentlich gut beraten. Wenn du aber mehr Funktionen und die Möglichkeiten benötigst, ist Jimdo für mich die bessere Wahl. Die Benutzerfreundlichkeit und die Flexibilität bei der Gestaltung der Website sind hier besonders im Vordergrund. Auch das gute Preis-Leistungs-Verhältnis und die Möglichkeit, einen Online-Shop zu integrieren, sprechen für mich persönlich für Jimdo. Zusammenfassend bieten natürlich sowohl Wix als auch Jimdo eine gute Möglichkeit, um eine eigene Webpräsenz aufzubauen. Es kommt aber darauf an, welche Bedürfnisse du hast und wie viel du bereit bist, auch zu investieren. Beide Anbieter haben ihre Vor- und Nachteile, aber Jimdo bietet eine benutzerfreundlichere Oberfläche, mehr Flexibilität bei der Gestaltung der Website und ein besseres, wie ich meine, Preis-Leistungs-Verhältnis. Auch die Möglichkeit, einen Online-Shop zu integrieren, ist bei Jimdo einfacher und intuitiver. Hier gibt es zahlreiche Funktionen, um Produkte einfach und unkompliziert zu verkaufen. Auch verschiedene Zahlungsarten und Versandoptionen können problemlos eingestellt werden. Die SEO-Optimierung ist bei beiden Anbietern möglich, wobei Wix eine automatische SEO-Optimierung bietet und Jimdo eine manuelle. Wer also mehr Kontrolle über die Suchmaschinenoptimierung haben möchte, ist bei Jimdo meiner Meinung nach auch besser aufgehoben. Insgesamt lässt sich sagen, dass Jimdo das bessere Preis-Leistungs-Verhältnis und die bessere Benutzerfreundlichkeit bietet. Die Templates sind übersichtlich und lassen sich individuell anpassen, sodass du deine Website nach deinen Vorstellungen gestalten kannst. Wenn du also eine einfache Website erstellen möchtest, die schnell online gehen soll oder einen Online-Shop integrieren möchtest, ist Jimdo die bessere Wahl. Aber natürlich ist es am besten, wenn du selbst einen Blick auf beide Anbieter wirfst und dich für das System entscheidest, das am besten zu deinen Bedürfnissen passt. Ich hoffe, dass ich dir bei der Entscheidung ein wenig weiterhelfen konnte und wünsche dir viel Erfolg bei der Erstellung deiner eigenen Website.